Bist du aufgeregt? Ja, doch schon. Ich bin schon ein bisschen aufgeregt. Wir machen das Pack jetzt auf. Ich habe hier meine Nagelschere dabei. Das muss man sich mal vorstellen. Die waren da 21 Jahre drinnen, Chat. 21 Jahre waren die da drinnen, Digga. Altersdurchschnittlich. Viele von euch sind nicht mal 21. Ich bin auch ehrlich gesagt schon aufgeregt. Der Erste, der das Pack bekommt, ist Mickey. Ich hoffe, ich ziehe nur Schwanz, Digga. So, dann machen wir mal die Packs auf. Let's go, entweder hole oder nicht, also Chance ist 1 zu 3. Dark Hypno als Non-Holo. Also, die Karte gibt es natürlich als Holo im Set. Ja. Das sieht man jetzt, das ist eine Non-Holo, also hast du in der Non-Holo-Version gezogen. Mal schauen nochmal. Nochmal, den hatten wir schon. Und jetzt die letzte Karte für Mickey. Da haben wir. Mickey, Digga! Die erste Holo. Digga, ihr wisst schon die Vorgeschichte von Mickey und den drei Kackhaufen, ne? Er zieht diese Dinger immer. Trimax ist auch ausgerastet. geil, Digga. Das hab ich auch mitbekommen letztes Mal. Geil, Digga. Mickey, ich hoffe, die 850 Euro haben sich gelohnt. Oh, wie er es anfasst. Oh, Mickey! Oh. Was machst du, Mickey? Mach Holo. Mal. Schau noch mal. Jetzt komm schon, deine allererste Holo jemals. Was? Das ist das Unlogischste auf der ganzen Welt. Das ist das Heftigste. Nein. Digga, aber was für ein Zufall, ne? Dahinter ist die Holo. Jemals. Mickey, Digga. Das ist das Unlogischste auf der ganzen Welt. Das ist geskriptet. Das kann nicht sein. Ich bin heiser. Das kann nicht sein. Das glaubt uns keiner. Das kann nicht sein. Mickey. Er zieht diese Dinger immer. Digga, also. Besser, das ist wie ein Kinofilm gerade, ne? Wie ein Kinofilm ist das ganze Ding gerade eigentlich, ne? Die nächsten Sets gehören Elektrotüte. Der Kollege von InScope, mit dem habe ich auch ein paar Mal schon zusammen. Ja, guck mal, wie ich ihn geschrieben habe. Trainerkarte? Digga, das ist meine Karte. Digga. Die will ich haben. Elektrotüte? Digga, also fühle ich. Oh, der ist nochmal direkt gezogen als Non-Holo. Non-Holo. Elektrotüte, das tut mir echt leid für dich, Digga. Das war ein Satz mit X, das war wohl nix, Alter. Oh, sehr schön. Blitzer. Die Leute schreiben rein, das ist Lil Uzi. Geil, Digga. Der nächste. Es sind schon mal zwei Packs. Der nächste, für den wir ziehen, Orange Morange. Der Auswanderer aus Madeira. Den gönnen wir gar nichts. Der spart nämlich schon genug Steuern. Oh no! So Sachen dann für das Briefpapier und so Zeug. Oh, sehr schön! Dunkles Dragonier! Oh, sehr schön! Oh nein! Dunkles Dragonier! Ja, voll schön! Ja. Die will ich auch gleich ins Sleeve packen. Sehr schön, ja. Direkt ins Sleeve rein. So, Orange Morange. Dein zweites Set. Grimer ist auch oft drin, ne, als Common Karte. Ist ein Non-Holo, die Rainbow Energy, aber Non-Holo leider. Auch die Karte hat eine sehr, sehr niedrige Pop-Rate. Eine Pop-Rate im PSA, wenn sie Holo ist, nur von 12 Karten weltweit. Im Moment bei PSA. Auch sehr, sehr selten die Karte. Geht dann um die 1000 Euro weg. Heftig. Ja, aber ansonsten, Orange Morange. Die Packs haben dir nicht gegönnt, weil sparst schon genug Steuern auf Madeira. Der nächste, den wir da haben, ist Reheaps. Mit einem Pack. Ja, wir haben auch noch einige Packs vor uns, ne? Ja, deswegen. Bleiben die guten Packs für den Chat über. Oder für mich. Oder ich verkaufe nachher noch überteuert. Können sich die Streaming Mickey, und Mickey ist ja schon mal ein Abnehmer. Der Süchtige. Der Wert steigt auf jeden Fall, wenn wenig Holos draußen sind. Also ja, da hast du recht. Das stimmt. Hatten wir auch Zubat schon. Wieder. Oh, sehr schön. Tomanda wieder. Tomanda. Sehr schöner Starter. Direkt in den Sleeve rein wieder mit der. Und die letzte Karte für Reaps ist... Digga! Dunkles Dragoan! Oh, Baby! Das ist ein Mega-Hit. Reaps. Das ist eine der drei wertvollsten Karten im Set. Reaps, mein Schatzi, guck mal, was ich dir hier gezaubert hab! Wunderschön. Also in PSA 10 reden wir hier wirklich von roundabout 2000 Euro. Ja, 2000 Euro in PSA 10. Und im 9er und 8er Rating so roundabout?
Bei einer 9 wird man wahrscheinlich um die 900 bis 1000 liegen, schätze ich mal so. Da sind noch einige drin. Der nächste wird sein, oh, gerade gesagt, Unge, mit 3 Packs. Was? Die Millionäre von Madeira, was bilden die sich eigentlich ein, ne? Da werden die Steuern gespart. Ja. Simon, mein Freund, du bist jetzt dran. 3 Stück. Oh! Unge, mit 3 Packs. Sehr schön. Auf den Arsch. Tillock, auf geht's jetzt. Yeah. Jetzt nicht zum ersten Mal heute. Jawohl, Tillock, let's go! Lieber Simon, das ist bis jetzt dein Highlight. Wunderschöne Karte, wie ich finde. So, wir haben noch darunter einmal die Trainerkarte. Und jetzt, Simon. Und jetzt, Simon. Auf geht's. Ui! Holy shit! Dark Magneter! Holy! Oh mein Gott, das ist ein Big Hit. Das ist ein absoluter Big Hit. Simon, mein Schatzi, Simon, guck mal, was ich hier für dich mach! Oh mein Gott! Holy shit! Dark Magneter! Holy! Das ist ein Big Hit. Dark Magneter! Oh, das ist die seltenste Karte in PSA 10 geratet. Ja. Es gibt diese Karte nur 3-mal in PSA 10. Also auf der die, Welt momentan von PSA. Man kann gar keinen Preis betiteln, weil es einfach nicht angeboten wird, die Karte. Ja. Wird überhaupt nicht angeboten momentan, die Karte in der 10. Simon, wenn du die haben willst, 1, 2, 3 Bitcoins. Jalla. 3, 2, 1. Simon, bist du bereit? Ich hoffe, ich gönn dir... Ja. Ach, Holo, schön. Oder? Ja. Mal Holo, ja, ist die Holo, oder? Geil. Ja. Oh, wunderschön, Digga, geile Karte. 2 von 2 eine Holo ist guter Schnitt, ja. Simon hat Glück, Alter. Das ist ein sehr guter Schnitt. Und die sehen auch geil aus vom Artwork, finde ich. Holo. Simon, Digga, läuft, Bruder. Aber geil auch, dass wir die Weiterentwicklung hiervon dann direkt ziehen, ja. Ne? Ja, sehr schönes Pack. Gut gemischt, weil Simon läuft, ja. Also ich würde mal behaupten, Geld kommt zu Geld. Ich habe manchmal wirklich das Gefühl, es ist so. Auch bei mir manchmal. Ich will jetzt nicht angeben oder so. Aber oftmals habe ich das Gefühl, früher als ich nichts hatte, ist auch nichts zu mir gekommen. Aber je besser bei mir lief, desto mehr ist auch gekommen. Ich verstehe es nicht. Ich kenne ja beide Seiten, Chat. Ich habe auch früher viel Scheiße gefressen. Wirklich. Damals, als ich nichts hatte, ist nie was zu mir gekommen. Da war man glücklich, wenn ich mal einen Fünfer auf der Straße gefunden habe. 2 von 2 haben wir. 3, 2, 1... Oh, Digga! Simon, Bing Bong, bist du da? 3 Holo von 3 Packs. Was? Digga! Simon, Bing Bong, bist du da? Was? Was? Digga! Das oh mein Gott, Glückwunsch! GG an Unge, auf jeden wirklich. Fall! GG! Junge, was? Holy oh mein Gott! Matzen, wie hast du gemischt, Alter? Wie hast du gemischt? Alter, was? Alter, ich küsse deine Augen. Du weißt, der Bitcoin, der kommt rüber, ne? Ich nehm dich beim Wort, Bruder. Also wenn wir jetzt Zahlen reden, dann von 2.500 bis 3.000 Euro. Ja. Alter! Ey, Matze, ich küsse deine Augen, du hast richtig gut gemischt. Ich küsse euch alle, Alter, wirklich. Ey, ich hatte nach der ersten Holo, war ich schon glücklich, ey, das Magneton. Schau mal hier, ey, das war das dunkle Glurak. Das ist geil. Wunderschöne Karte. Auch vom Artwork. Oh mein Gott. Oh mein Gott. Das damit habe ich nicht gerechnet. Oh mein Gott. Oh mein Gott. Simon, ich weiß gar nicht, was ich dazu sagen soll. Immer wieder gerne. Ey, viel Glück noch an alle, die noch drin sind. Und ich finde, das macht ihr richtig gut zu dritt. Ich finde das wirklich zur Steigerung vom letzten Pokémon-Stream. Richtig gute Qualitätssteigerung. Mega stark, macht mega Bock zu gucken. Nur Props an alle, die hier gerade das Ganze kommentieren. Danke. Ja, richtig man geil. Hat sich die Kritik, danke, danke. Man hat sich ja, die Kritik zu Herzen genommen, ne? Ich weiß gar nicht, was ich dazu sagen soll. Wirklich. Einfach. Kuss, danke, Kuss, danke. Simon. Danke, bist der beste Mischer. Ab jetzt lass ich nur noch dich die Karten mischen. So, wir haben ja noch ein paar Zettel. Let's go. Weiter geht's. Let's go. Der nächste, für den wir hier die Sets ziehen, ist On Point. Dem gönne ich gar nichts. On Point, bist du bereit? 3, 2, 1. Oh. Ja. Holy shit! Oho. Oh mein Gott! Diesmal Non-Holo, aber trotzdem. Dark Glurak wieder, Digga. Non-Holo, aber Digi. GG. Trotzdem GG. 800 Euro in der Höchstwertung PSA 10. GG, wirklich. Aber GG, wirklich. Also GG. On Point. Spendi. Ehrenbruder Spendi. Oh Gott, ich bin jetzt! Okay! 2 Packs für dich, Spendi, Boy. Trimax ist so gebrochen. Oh! Oh, Digga. Fangt schon gut an. Oh, das ist gut an. Direkt wieder Glutexo. Gleich weglegen. Glutex. 450 Euro in der PSA 10. So, weiter geht's. Ui, auch ein schönes haben wir heute auch noch nee, die Weiterentwicklung von Glutexo. Spendi, 3, 2, 1. Oh, das ist etwas wie Gamble. Manche gewinnen, manche verlieren. So ist es. Suchtpotenzial ist da. Das ist die letzte Karte. 3, 2, 1. Ui, oh, oh, Digga. Gott, Tour Talk. Oha, Tour Talk. Als Holo, Alter. Oh, Spendi-Boy. Oh mein Gott! Oh mein Gott!
Oh mein Gott! Oh mein Gott! Oh mein Gott! Oh mein Gott! No way! Oh mein Gott! Oh, sieht die geil aus, Digga. Sieht die geil aus. Was für Packs, ey. Sieht die geil aus. Haben wir vorhin noch drüber geredet, dass ich die gerne ziehen würde, weil ich Turtok einfach feier, ne? Sehr sexy. Was für Packs, das muss man wirklich sagen, was für Packs ist ja Wahnsinn. Es macht richtig Spaß. Ja, absolut. Bei der Karte liegen wir übrigens auch in der PSA 10 um die 1.800 bis 2.000 Euro. Schaut mal, wie sexy die einfach zusammen aussehen. Wahnsinn. Guck mal. Vor allem, sie gucken auch in beide Richtungen dann so. Ja, also sieht unheimlich sexy aus, oder? Der nächste ist... Moji. Emoji. Mit zwei Packs. Moji, bist du bereit, mein Süßen? Let's go, deine Packs. Blitzer, sehr schön angefangen. Kadabra wieder. Trainer, The Boss Way, passt ja zu ihm, Kappa. Fleckmon. Oh, sehr schön. Nächstes Chigi. Auch super vom Artwork, finde ich. Sieht einfach so süß aus. Man will das Ding super tubeln. Glücklich auch. Ja, auf jeden Fall. Den Fehldruck zu ziehen, das ist wirklich. Oh, das kann ich auch. Geil. Sehr schön. Dark Shellock direkt. Und Flamara vorher. Das hat er von Shigi die Entwicklung auch noch dabei. Ja, genau das. Und stell dir jetzt mal vor, Shigi dann noch als Holo hinten dran. Wen haben wir denn hier? Hier haben wir Peter mit zwei Packs. Das heißt, die nächsten werden entweder Trimax oder Solution sein. Ich habe Trimax mit Absicht so spät jetzt, ist so spät drin, damit er die ganze Zeit zuschaut und ich seinen Hype mitnehme, Kappa. Wollte von einer Tattoo-Nadel irgendwie. Ja, oh, stimmt. Peter, oh, mein sehr Schatz. Schön. Ja, sehr geil. Das nächste Shiggy. 3, 2, 1. Ui! Sehr schön! Sneak Attack! Oh, Digga, die sieht so geil aus! Aber Holo, Jungs! Holo! Wenigstens Holo! Mashallah! Oh, guckt euch diesen Holo-Effekt an! Wunderschön! Ehrlich! Guckt euch diesen Holo-Effekt an! Die Linien um die roten Haare! Das Team Rocket-Logo, der Pokéball, eine sehr schöne Karte, wie ich finde! Lass die Seife fallen mit 3 Euro dabei! Bester Mann, mach weiter so! Bin seit 2012 dabei! Gut, dass ihr erst 2014 YouTube gemacht habt, Diggi. Aber Bruder, freut mich, dass du schon dabei warst, als ich es noch gar nicht gemacht habe. Peter, ich gönn dir Holo. 3, 2, 1. Ui. Oh, schön, der nächste Holo-Hit. Giflor, Holo. Dunkles Giflor. Aber hier auch wieder zwei Packs, zwei Holos. Ja, BG auf jeden Fall. Ja, auch ein schönes Holo mit diesen Flecken. So, der nächste ist... Danny. Trimax wirklich als letzter. Heftig, ne? Nightly Garbage Run. Die haben wir auch noch nicht gehabt. Oh, doch. Digga, einmal haben wir die gehabt. Zwei Trainerkarten hintereinander hatten wir noch nicht. Danny, dein Pack. Kuss. Dahinter ist was Dickes. Also, da ist noch was Dickes. Danny, oh, sehr groß, schön. Shiggy schon mal drin. Shiggy schon mal drin. Schmeckt Danny. Bist du bereit, Danny? 3, 2, 1. Dunkles Simsala als Non-Holo nochmal. Gebrochen, Danny, Digga. F für den gefallenen Bruder. So, das heißt aber an meine Zuschauer und an die Zuschauer von Max, die mir über seinen Stream gerade zugucken. Max, es ist soweit, mein Süßen. Ich sag dir ganz ehrlich, ich werde dir was Dickes rausholen. Weil, als du für mich gezogen hast, bei dir im Stream, hast du mir auch gegönnt. Oh. Ehrenmann. Ja. Oh, guck mal, die erste Karte. Die erste Karte, Digga. In Shiggy, in der ersten Karte. Die erste, die wir sehen, ist Shiggy. Das schmeckt. So. Aber ich muss es vorsichtig aufmachen, will nichts kaputt machen. Gut, okay. Also die erste Karte, die wir sehen, ist direkt schon Shiggy. Let's go, Max. Oh, Max, Bruder. Jetzt schon mega. Was? Alter! Holy shit! Oh, guck mal, ich hab dir gesagt, Max, ich gönn dir, Digga. Ich hab dir das gesagt. Digga, das gibt's doch nicht. Oh, Max! Oh, mein Gott! Die haben wir noch gar nicht gezogen heute, glaube ich, ne? Doch, einmal. Einmal? So selten, dass ich sie schon wieder vergessen hab. Würde ich auch auf jeden Fall sleeven. Digga, Max. Und guck dir das mal an. Ach, das ist Max. Also egal was jetzt kommt, als letzte Karte, das Pack ist schon raus. Das Guck Pack dir. Ist locker raus, ist bezahlt. Bruder die Max. Die Vorentwicklung. Bruder Max, siehst du, was ich hier für dich mache? Und jetzt die letzte Karte. 3, 2, 1. Ja, Energy, Digga. Rainbow Energy non-holo. Bruder, das tut leider weh. Aber wir haben noch ein Pack, Max. Let's go, Max. Oh, Digga. Oh, wie kann man so viel Glück haben, Digga? Wahnsinn. Oh, ja, Mann! Max! Text war jetzt Glumander, das passt. Digga. Und vor allen Dingen hat er Shiggy, das letzte Pack ist mit Shiggy aufgegangen, jetzt mit Glumanda. Heftig, Digga. 3, 2, 1.
Schön. Passt. Passt auf jeden Fall. Was? Oh. Ich hab's dir gesagt! Ich ziehe! Ich habe es euch gesagt! Ich hab's gesagt! Schaltet den Call rein! Ich hab gesagt, dunkles Tour Talk als Non-Holo und alles ist easy. Die als Holo wäre natürlich. Die als Holo, aber auch eine sehr schöne Karte, Digga. Oh, definitiv. Maschallah. Trotzdem mit den Karten, die in den beiden Packs drin waren. Schöne Karten, ja, ja, safe. Ja, definitiv. Sehr gut. Oh, definitiv. Maschallah. Trotzdem mit den Karten, die in den beiden Packs drin waren. Schöne Karten, ja, ja, safe. Ja, definitiv. Sehr gut.